So Leute, im Himmel ist Muttertag. Heute kriegen auf die Nase Baerbock, Strack Zimmermann, Alice Weidel und die beiden alten Tunden Gerd Schröder und Oskar Lafontaine. Ja Leute, der Minister hat es gewusst, es ist schon wieder passiert. Der Russe hört mit. Dass Russland mithört bei uns allen, bei allen Alliierten und wahrscheinlich auch bei vielen Privatpersonen, dürfte kein Geheimnis sein. Und zwar bei dieser Privatperson diesmal, Josef Haydn. Man nennt ihn auch den Generalinspekteur des klassischen Streichquartetts, blamiert und bloßgestellt vom russischen Propagandakanal RT Deutsch. Die Paukenschlag-Symphonie. Josef machte sich eine Haydn-Arbeit, um bei seinem ersten Gig in London krass aufzufahren, und komponierte diesen veritablen Wumms in den zweiten Satz seiner Symphonie Nummer 94 in G-Dur. Der Legende nach, weil ihn nervte, dass das Publikum da normalerweise schon eingeschlafen war. Heute geht das natürlich so. Das ist der Showstopper. Das war Generalinspekteur Ingo Gerhards. Man nennt ihn auch den Haydn der Luftwaffe, mit seinem Paukenschlag, dem Showstopper. Ursprünglich auf der Musicalbühne, ein Showstopper ist, wenn das Publikum begeistert die Show unterbricht nach einem Solo vor. Applaus, Jubel, Standing Ovations. Ja, hat diesmal nicht ganz geklappt. Kein Bingo für Ingo. Unser oberster Flieger und seine Pistorius Bastards liefern dem Russen Propagandastoff, verärgern den Westen. Und alle, die vorher für Taurus waren, sind jetzt für Taurus. Und alle, die vorher dagegen waren, sind jetzt dagegen. Und wenn Düsen-Ingo das nächste Mal zur flugmedizinischen Tauglichkeitsprüfung muss, wären wir alle gerne dabei, wenn der Fliegerarzt fragt, darf ich sie mal abhören? Genau das wollen wir heute tun. Es ist so viel gemeint und gemosert, gedeutet und gedurft worden über den Taurus-Leak. Die Deutschen planen den Dritten Weltkrieg. Sie sind längst Kriegspartei. Sie verraten alle Verbündeten. Scholz lügt. Oder sie unterhalten in Büchel eine eigene Schwadron zum Schwadronieren, dass wir jetzt deshalb zum Äußersten greifen. Wir uns das Ding mal zusammen an, okay? Der Verteidigungsminister will mal wirklich auch wirklich tief in Taurus einsteigen, wobei der Termin ist eine halbe Stunde, so wie ich es gesehen habe, also wir werden das Ding nicht zum Fliegen bringen können, um es mal so auszudrücken. Das ist die Ausgangslage am 19. Februar 2024 in der abhörsicheren WebEx-Schalte. Gerhards soll beim Minister vortragen und der Minister hat aber nur eine halbe Stunde Zeit und Gerhards hat aber gar keine Zeit. Also was ich gesehen habe, ist das ja eine halbe Stunde. Und es könnte jetzt doch durchaus sein, dass ich vielleicht gar nicht dabei bin, sondern dass ich bloß in den Haushaltsausschuss, weil wir ja noch so ein kleines Issue haben mit einer leichten Preissteigerung der F-35-Infrastruktur in Büchel, was mega sau ärgerlich ist. Mega sau ärgerlich ist, dass allein das Herrichten des Flugplatzes Büchel für die Schnäppchenflieger F-35 aus Amerika mehr als doppelt so viel kostet als errechnet. Und da hat das Zeitenwendegremium des Haushaltsausschusses noch ein paar Fragen und die Ohrfeigen kann sich gerne Gerhards abholen für seinen Chef. Denn Pistorius hat heute erste Stunde Taurus. Und ich würde ja empfehlen, und das habe ich ja schon über Frank euch zukommen lassen, so ein paar Slides dabei zu haben, eine Tischvorlage, wie man das so schön nennt, damit man ein bisschen was visualisieren kann. Also ihr möchtet euch mal einfach in seine Lage reinversetzen. Die Slices, die sogar Boris Pistorius verstehen würde, wurden uns inzwischen von RT Deutsch zur Verfügung gestellt. Und dazu kommt dann noch eine Generalansage. Kommt der Minister nicht mit Problemen, kommt ihm mit Lösungen. Und da wäre ich euch echt dankbar, dass wir, ja, die Herausforderung nach dem Motto, was ist daran nicht einfach, aber dass wir nicht nur ein Problem in den Raum stellen, sondern dass wir auch immer die Lösung dazu nennen. Dann zündet der General noch eine zünftige Handgranate und vergisst leider, sie wegzuwerfen. Ich weiß, wie es die Engländer machen. Die machen es ja komplett im Reachback. Die haben auch ein paar Leute vor Ort. Ja, britische Soldaten in der Ukraine. Sowas sagt man doch nicht. Das Reachback-Verfahren, also das wäre eine Fernsteuerung eines Taurus-Angriffs aus Deutschland, hat der politische Oberbefehlshaber, Kanzler Scholz, ausdrücklich verboten. Da wird man Kriegspartei und so. Und erst recht deutsche Soldaten in der Ukraine, so hands on the ground. Begeistert lernt jetzt hier der Tommy vom Ivan, dass der Hunde mal wieder die Fresse nicht halten konnte. Gibt aber auf Nachfrage zu, naja, die Russen
wussten wahrscheinlich eh von der britischen Anwesenheit in der Ukraine. Zum Beispiel hier der britische Verteidigungspolitiker Tobias Elwood. Also, das war jetzt so ungefähr das am zweitbesten gehütete Geheimnis der Welt hinter, gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Und kurz drauf auch noch mal von Olaf Scholz verpetzt. Und das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Ah, also wenn die Deutschen da nicht hin dürfen, dann müssten es die Ukrainer selber machen. Gibt hier einen Offizier aus der Runde zu bedenken. Wird der Marschflugkörper von Ungeübten programmiert, kann das schon mal ein schönes Motiv für Annalena Baerbocks Neigung zu Fototerminen vor zerstörten Kindergärten werden. Diesmal aber irgendwie dann falsch rum. Sprich, Taurus muss von geschultem Personal präzise programmiert und eingesetzt werden. Die Übergabe der Taurus, naja gut, das ist Sache der Industrie. Die Dinger unter den Fliegerschrauben ist Sache der Ukrainer, das haben sie mit Skalp und ihren alten Mix sogar hingekriegt. Bleibt diese fucking lange Ausbildungszeit. Übergabe, Montage, Ausbildung und Einsatz sind das Problem. General Fenske gibt jetzt zu bedenken, bei der Bundeswehr dauert sowas ein Jahr. Vielleicht könnte man ja wenigstens für den Anfang die Ausbildung ein bisschen verkürzen und ein paar Daten rüberschicken. Das kann man theoretisch sogar aus Büchel machen, mit einer sicheren Leitung in die Ukraine rüber, den Datenfall rüber transferieren und dann wäre er verfügbar und könnte das gemeinsam planen. Schöner Versuch, Fenske, aber Ingo Gerhards hat aufgepasst. Genau das, Datenfernsteuerung aus Deutschland, hat der Kanzler doch verboten. Wenn man jetzt politisch Sorge hätte, dass diese Line von Büchel direkt nach Ukraine eine zu direkte Beteiligung ist, ja. Politik halt alles, könnte man dann auch sagen, okay, das Datenfall wird bei MBDA gemacht und wir schicken unsere 1-2 Experts nach Schrobenhausen, ist zwar totaler Schwachsinn, aber jetzt mal so gesehen, aber politisch halt vielleicht was anderes, wenn der Datenfall von der Industrie kommt. Das ist Lösungsvorschlag Nummer 1. Nicht Deutschland steuert aus der Ferne die Taurus-Raketen, sondern die Herstellerfirma MBDA im bayerischen Schrobenhausen. Ja, vielleicht würde es sogar reichen, wenn einfach nur Bayern Russland den Krieg erklärt. Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Naja, oder Polen. General Fenske hat Lösungsansatz Nummer 2. Oder was natürlich auch geht, dass man unter Umständen das Datenfall nach Polen schickt und man hat den Handover-Takeover in Polen irgendwo und es fährt jemand mit dem Auto hin. Genau. Und bis die Programmierungsdaten dann aus dem Luftwaffenstützpunkt Büchel mit dem Auto an die polnische Ostgrenze kommen, sind sie so veraltet, dass der Ukrainer damit ein Loch in den Käse schießen kann, der hier gerade geredet wird. Die Zielsteuerungsdaten für die deutschen Taurus sollen also wahlweise durch den Hersteller gewaschen werden oder frisch vom Polenmarkt oder leck mich am Arsch, einmal in Stimmung, lässt dich auch Generalinspektor Gerhards nicht lumpen und haut noch einen raus. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Ja. Überraschung. Die Überraschung ist, das ist keine. Schon vor einem Jahr wurde versehentlich bekannt, dass die USA eine Gefahrenzulage für US-Soldaten in der Ukraine bezahlen. Offiziell. Sodass man durchaus auf die Idee kommen könnte, seien noch welche da. Das hatte die US-Söldnerpostelle Talk and Purpose enthüllt, die regelmäßig auch über gefallene US-Veteranen in der Ukraine berichtet. Also okay, angenommen, man schmuggelt die Taurus-Daten irgendwie rein, der Brite, der Armee oder der Ukrainer selber basteln das Zeug zusammen und dann können wir uns endlich fragen, warum? Die Offiziere in der Runde sind sich einig, Deutschland könnte vielleicht 50, höchstens 100 Taurus liefern und? Das ist natürlich, ne, denn, dass uns klar sein muss, das wird nicht den Krieg ändern. Oller Spaßverderber Ingo. Kamerad Florstedt hat doch schon tolle Ideen entwickelt, was man wenigstens ordentlich zerdeppern könnte, wenn es schon den Kriegsverlauf nicht ändert. Und da komme ich dann drauf, dass es so zwei interessante Tagezeit gibt. Einmal so eine Brücke im Osten und einmal Moon-Depots, wo wir reinkommen. Die Offiziere diskutieren jetzt, ob man 12 oder 20 oder wie viel eigentlich Taurus braucht, die strategisch wichtige russische Kertschbrücke zu zerlegen.
ob man da besser flächig ansetzt oder auf die relativ schlanken Pfeiler zielt oder so. Immer mit der Sorge, dass das ohne geübtes Personal komplett schief gehen kann. Aber so grundsätzlich sonst, Targets of Opportunity wäre für mich die Brücke und die Moondepots, und das sehe ich grundsätzlich nur, will den Leuten das relativ schnell beizubringen. Ja, das ist alles schön wackelig. Der Datentransfer über die Taurus-Firma oder über Polen, Hilfe mit amerikanischem Akzent, Ukrainer, die nicht ausreichend geschult sind und möglicherweise sonst was treffen, reicht das? Kamerad Gräfe ist skeptisch. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, Ingo. Also, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht gleich zu Beginn ein Zielkriterium formulieren. Und damit sind wir beim Paukenschlag, beim Showstopper, beim Kriegskriterium, beim Killerargument. Die hochrangigen Soldaten finden keine verantwortliche Lösung, deutsche Taurus jetzt sofort in der Ukraine einzusetzen, ohne in die Nähe einer Kriegsbeteiligung zu kommen. Und so einigen sie sich auf eine Zwei-Stufen-Lösung. Dann würde ich es so machen, wie Seppel gerade gesagt hat, dass man einen Quick-Track und einen Long-Track macht. Der Quick-Track ist, den Ukrainern Taurus recht schnell zu liefern, die sie dann ohne gründliche Ausbildung und ohne deutsche Daten auf eigene Faust irgendwo hinballern können. Der Long-Track nach ausführlicher Schulung in Deutschland und beides natürlich ohne deutsche Daten. Damit haben die vier Offiziere eine Linie für ihr Briefing beim Minister, und die fasst General Gerhards abschließend nochmal zusammen. Ja, klar. Aber es gibt jetzt keinen Grund, wo man sagt, das ist der Showstopper, wenn man sagt, das kann man nicht machen. Die Soldaten haben sich an die politische Direktive, keine direkte Kriegsbeteiligung, gehalten. Wenn es auch schwer fiel. Am Ende verwerfen sie jeden irgendwie gearteten Versuch einer Zwischenlösung. Aber ich glaube, eine irgendwie geartete Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Ja, das ist nicht auszudenken, wenn das an die Presse kommt. Was Minister Pistorius von diesem Briefing gehört, wie er es verstanden, was er davon an den Kanzler weitergegeben hat, wir wissen es nicht, weil viele Medien halten lieber den üblichen Verdächtigen die Mikrofone hin und melken Empörung. Dass wir durch eine dumme Panne hinter den Vorhang hören dürfen, finde ich nicht schlimm, und da ist mir auch der Absender scheißegal. Was macht Sarah Wagenknecht im Swingerclub? Klar. Oscar-Verleihung. Und die Laudatio auf den rüstigen Sozi-Kumpel hielt die beste Nummer 2, die jemals aus Versehen Nummer 1 wurde. Franz Müntefering in der Süddeutschen. Vor genau 25 Jahren nämlich schmiss Oscar, der passionierte Querscheitelträger, seiner Partei und der rot-grünen Koalition die Brocken hin. Und furchte fortan seinen Weg durch SPD, BASG, PDS, Linke und vorläufig die Sarah-Bande. Händel, ist wunderschön. Oskar zog sich dann zunächst mal ins Privatleben zurück, schwieg sich aus und grüßte nur mit einem Juso aus eigener Fertigung vielsagend vom Balkon. Aufmerksame Teveleitleser dekodieren diese kunstvolle Metapher, an den auch nach 5 Ehen immer noch kinderlosen Kanzler Gerhard Schröder hieß natürlich ungefähr: Na du Luftpumpe. Und so dauert es auch fast nur 25 Jahre, bis die beiden Egos, jedes ungefähr so groß wie das Saarland, sich genau dort trafen. Beide zusammen sind inzwischen 159 Jahre alt und damit eine echte Alternative zu den 158 Jahren, die demnächst in den USA an die Urne bitten. Man wird ja noch träumen dürfen, ne? Lafo und Gerd ließen durchblicken, dass sie bei ihrem Déjà-vu so heikle Themen Wirtschaft, Sozialpolitik, die Agenda nicht auf der Agenda hatten. Und kurz darauf meldete sich Schröder in der Zeit mit seiner Absage an Oskars derzeitige Partei. Parteigründung auf längere Sicht immer schiefgegangen, sagt er. Und seitdem sucht seine Yoko Ono einen patenten Zivildienstleistenden, der den Senior behutsam mit der Existenz der Grünen und der AfD vertraut macht. Oskar und Gerd. Mutmaß der politische Gegner böswillig, vertrang sich sowieso nur wegen Input von Putin, der offenbar auch mit 61% der Bundesbürger kurz und verwirrend telefoniert hat, die seitdem und nur deshalb die Taurus-Lieferung ablehnen. Mal ehrlich, wäre die SPD ein besserer Ort, wenn die beiden pensionierten Paten da noch irgendwas zu sagen hätten? Schreibt's in die Kommentare. Am Sonntag saß Annalena Baerbock im ersten deutschen Erwachsenenfernsehen und viele waren natürlich nur wieder gespannt, wie lange es diesmal dauern würde, bis sie zum ersten Mal auf Kinder zu sprechen kommt. Wenn man sieht, wie ein Kindergarten angegriffen wird, wenn dann noch das Spielzeug liegt.
12 Minuten, 14 Sekunden, vielleicht hat sie einen schlechten Tag erwischt. Baerbocks angewandte Mütterlichkeit gipfelte ja legendär beim Grünen Parteitag in Bonn voriges Jahr, als sie begründete, warum die Ampelgrünen Waffen, Munition, Kriegsflugzeuge an die Hackfleischdynastie von Saudi-Arabien liefern. Baerbock erklärte, dass wir mehr europäische Rüstungskooperation wollen und brauchen, weil ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie dringend brauchen. Ach, schon eine anspruchsvolle Logik, dass man Schurkenstaaten beim Krieg führen helfen muss, weil Kinder in aller Regel die schrecklichsten Opfer von Kriegen sind. Und zu Hause muss es Kindergeld geben oder so. Das gipfelte am Sonntag in einer weiteren bitteren Anklage. Diesmal ging es um ukrainische Kinder, die von Russen verschleppt wurden. Über Monate hat das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, haben unterschiedliche NGOs, haben unterschiedliche Länder, Südafrika versucht, sie zu befreien. Und da frage ich mich, wo ist da der Papst? Der Papst muss davon wissen. Der Bas der römischen Schwulensekte hatte nämlich gewagt, zum Ukraine-Krieg zu Verhandlungen aufzurufen, statt wie unter katholischen Kirchenmännern üblich, sich erstmal gründlich um die Kinder zu kümmern. Jedenfalls in der Welt unserer Außenministerin, in der jeden Tag Muttertag ist. Sonst hätte sie vielleicht gelesen, dass schon vor einem Jahr die Ukraine sich beim Papst bedankte für die Hilfe bei der Rückführung von Kindern, die nach Russland verschleppt wurden. Ob Baerbock jetzt wieder besseres Wissen oder einfach ohne jede Ahnung die weiße Fahne beim Publikum anschwärzt, ist egal. Es ist gelogen oder schlecht vorbereitet. Entscheidend sind aber ja oft weniger die Fakten, sondern die Stimmung, die geschürt wird. Das hat die Ministerin nach eigenen Worten von Putin gelernt. Er weiß genau, vor Wahlen braucht man Stimmung im Land, die hinter einem stehen. Und deswegen zielt er jetzt so auf diese Stimmung. Und deswegen appelliere ich gerade in diesen Zeiten, und deswegen danke, dass Sie mir bei manchen Fragen auch ein bisschen Raum lassen, appelliere ich so daran, wir dürfen uns nicht nach Stimmungen allein ausrichten. Darf man deutsche Staatsbürger ins Ausland abschieben? Artikel 16 des Grundgesetzes sagt ganz klar, nein, die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht entzogen werden. Hey, naja, Grundgesetz. Meine Ausweise der Korrektivrecherche sehen das nicht mehr alle so und reicht das Grundgesetz auch nicht bis Potsdam. Und gerade diese Woche meldete sich AfD-Sprecherin Alice live aus dem Wunderland, wo man Fragen nach ihrer Verfassungstreue nun mal einfach nicht stellen darf. Nein, das sind ja keine Fallen. Das ist alles so dummes Zeug. Nein, dummes Zeug. Wie guter Whisky rauche ich im Abgang. Die infame Unterstellung, die AfD wolle deutsche Staatsbürger aus dem Land remigrieren, ist eine Kampagne der Altparteien. Die, das konnte man nach der Ministerpräsidentenkonferenz vorige Woche lesen, zum Beispiel die MPs Söder und Kretschmer, die Idee gar nicht mal so schlecht finden. In einer Protokollnotiz forderten die beiden antisemitische Straftäter und Feinde unserer Verfassung, die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen und sie abzuschieben. Also wenn da jemand unsere Verfassung bricht, dann brechen wir unsere Verfassung. Dann wollen wir mal sehen, wer länger kann. Die FDP hat eine im liberalen Sinne liberale Lösung dafür gefunden. Und dann kommt jetzt Marie-Agnes. Und hier ist sie. Hier ist die Oma. Danke. Wieder. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deutsche Staatsbürgerin, muss nach Europa. Ja Leute, wenn es politisch mal wieder ein bisschen kälter wird, wie sagt die Mutti? Kind, vergesst die Mütze nicht. Der rote Rolf will nämlich auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Ah. Sozusagen nachdenken, da werden alle sofort nervös. Viele Medien taten deshalb sofort das Naheliegendste und riefen den ukrainischen Botschafter in Brasilien an. Und wie immer Oma Courtage vom liberalen Maklerbund. Sie forderte wie aus der Pistole getrunken spontan ein Verbot von Kellogg's Frosties, Auftrittsverbot für Annette Frier und einen Vergeltungsschlag der Luftwaffe auf den idyllischen Eifelort Mützenich. Selber schuld die Placken da. Schon war die schönste Keilerei im Gange und damit klargestellt, dass Mütze allen gehörig auf den Gefrierbeutel geht. Und keine tiefgefrorene Sau, Serviervorschlag, Abbildung ähnlich, noch zu fragen wagt, ja was soll es denn bitte sein, zur Hölle, ein eingefrorener Krieg. Mütze selbst versuchte dann zu erklären, wie er zu dieser Wortwahl gekommen ist. Als aufrechter Sozi habe er einen Hauptschulabschluss,
sei aber dann auf die schiefe Bahn gekommen und habe irgendwas studiert, Politologie. Ein Frozen Conflict beschreibt in der Politologie Kriege und Konflikte, die ohne eine Lösung in so eine gewaltlose Erstarrung übergehen. Körpersprache Olaf Scholz. Und das kann jederzeit wieder auftauen. Anders als bei Olaf Scholz. Beispiele sind Nord- und Südkorea, diese ganzen postsowjetischen Konflikte in Transnistrien, Südossetien, Abchasien oder noch abgefahreneres Beispiel, BRD und DDR. Das kann man gar nicht wollen. Also, aber das hat übrigens am Ende der Westen gewonnen. Diesmal menetekelt es allerseits, eine Waffenruhe würde nur Putin helfen, der dann weiter hochrüste und sich die Ukraine ganz schnappte. Während der Westen in Rammstein beieinander sitzt und überlegt, wie er weiter hochrüstet und sich die Ukraine dann ganz schnappt. Daran ändert nichts, dass neulich der Papst auch ordentlich einen fliegen ließ. Und so ermahnt Papst Franziskus insbesondere die Europäer, diplomatische Initiativen zur Ukraine zu starten. Ergebnis also der ganzen Debatte ist die Debatte. Ja, spulen wir mal 4 Jahre zurück. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein. Oppositionspolitiker Christian Lindner machte damals zur Corona-Politik den Punkt, dass es neben der Regierungsmeinung und irgendwelchen Kungelrunden in Hinterzimmern mit Merkel und dem Ministerpräsidenten da draußen bei den Menschen auch allerhand Meinungen gab, auch abweichende, und dass das ins Parlament gehöre. Also so wie jetzt. Vor einem guten Jahr gab sich eine Mehrheit der Bürger gegenüber Panzerlieferungen skeptisch. Die Regierung lieferte dann trotzdem Schützenpanzer Marder. Die Bevölkerung schloss sich der Regierung an. Um die nächste Hürde dann aber zu verweigern. Marder ja, okay, aber Leo, nee, 46% nein. Die Regierung lieferte wieder trotzdem und erst bei der nächsten Stufe Kampfjets sagte der Kanzler dann auch nein und blieb dabei. Bei der aktuellen Taurus-Debatte sind es je nach Umfrage um die 60% der Bevölkerung, die es ablehnen. Man kann also durchaus streiten, ob der Kanzler populistisch ist oder die Bevölkerung in diesem Punkt scholzoid. Achtung, Nebenwiderspruch. In welchem Paralleluniversum ist eigentlich Friedenskanzler ein Schimpfwort? Nebenwiderspruch, Ende. Rolf Mützenich hat mit einer kaum mehr als traditionell sozialdemokratischen Positionen den Streit ins Parlament geholt, der da draußen längst zu gären begonnen hat. Ein paar Hintergründe der Taurus-Entscheidung kennen wir Wahlbürgerinnen und Wahlbürger aus einem vermutlich russischen Leak oder von einem Whistleblower aus dem Verteidigungsausschuss. Die Durchsage, der kleine Willy Brandt möchte von Sarah Wagenknecht und Alice Weidel im Bällchenparadies abgeholt werden, ist hart. Ist schmerzhaft für Sozis. Der Fraktionschef der SPD hat die Meinung einer Mehrheit wenigstens für einen Moment im Parlament ausgedrückt. Muss man auch mal sagen, Respekt. In unserem regelmäßigen Interview-Coaching heute die Folge You have to bring something to the party. Das heißt, zunächst mal so in der Unterhaltung, einer klassischen Talkshow, da sollte man ein neues Buch, einen neuen Film, ein neues Album, eine neue Tour mitbringen oder wenigstens, ich habe im Urlaub ein lustiges Verkehrsschild gesehen. Daran kann man zunächst mal so den Werteverfall des deutschen Fernsehjournalismus ablesen, denn früher hieß es in der Redaktion noch, also wer jetzt da nur ein Buch, ein Film, ein Album, eine Tour bewerben will, der muss leider draußen bleiben. Waren ja alle schlecht damals. Heute hat sich You have to bring something to the party auch ins Politische vorgedrängt. Wer sich in ein Interview oder eine Talkshow begibt, wäre ja blöd, sich nicht vorher einen soliden Textbaustein mit seiner Message auszudenken, weil dann läuft da sonst Gefahr, dass ihm Fragen gestellt werden oder er möglicherweise sogar so live nachdenken muss. Das muss ja nicht sein. Unsere Hausaufgabe, ihr erinnert euch, war ja deshalb, denkt euch mal so eine starke Message aus, lernt die auswendig und übt sie in 3 Situationen. Wenn man dich fragt, wenn man dich nicht fragt und wenn man nicht irgendwas fragt. Und, oh, Annalena, ja, bitte. Das war offensichtlich eine Wahl ohne Wahl. Wahl und damit nicht nur ein maximaler Affront gegenüber seiner eigenen Bevölkerung, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Weil ja in Teilen der Ukraine, in Teilen Moldaus und in Teilen Georgiens diese Scheinwahlen mit stattgefunden haben. Ja, Julian, Auswärtstrikot. Oh, ey, das ist eine schwierigere Frage. Warte mal eben. Oh, meine Busmama heißt Laila. Ja, ich hab's. Laila macht geiler. Wir nehmen Lila.
Ja, nee, da werden sich so irgendwelche Wokies total begeistern. Und ich finde, das ist wirklich das richtige Zeichen für die Fußball-Community. Und irgendwelche Rechten werden homophob rumpöbeln. Ja, das ist eine riesen so X-Welle und müssen alle drüber berichten. Hatten wir so noch nicht? Toni? Toni wie immer, den schmieren wir einfach. Ja, ich bin Adidas-Spieler, ne? Ich muss ja sagen, sehr gut, fantastisch. Ja, genau. Und wenn die Scheiße dann völlig überkocht, stellen wir den lila Lappen in unseren Fanshop für 122 Euro mit Flock. Ja. Ach komm, Julian, jetzt trau dich auch mal was, du Schwuchtel. Mein RTL, dein RTL. Oder gewöhnt euch lieber gleich an unseren schönen neuen zukünftigen Claim. Kruzifix nochmal, RTL. Denn hier kommt euer Osterprogramm mit Highlights von Lattenjupp bis Nagelsmann und einem massiven Blockbuster für Männer mit richtig bunten Eiern, die schon lange davon träumen, dass eine Frau mit ihrer Flöte Vagina spielt. Oder sogar umgekehrt. Doch zunächst die Nachrichten. Guten Abend. In Nordschweden kackt ein Elch. Verstörende Bilder. Mit einer 14-tägigen Live-Übertragung der traditionellen Elchwanderung will der Kölner Privatsender sein Publikum einem so strapaziösen wie gleichnamigen Elchtest unterziehen. Nachdem Millionen TV-Zuschauer reif sein werden für die Klapse oder für etwas noch Schlimmeres. Die Passion. Live. Am Mittwoch vor Ostern. Im Ursprungsland Niederlande läuft das Format The Passion seit 2011, jeweils gründonnerstags, als Idee der beiden Kirchensender, sowas gibt's da, römisch-katholische Kirchengenossenschaft und evangelische Umrup Rundfunk. Die beiden verdächtig pinkfarbenen Sender betreiben gemeinsam in Wuhan ein Geheimlabor, aus dem regelmäßig hochinfektiöse Formate ausbrechen. Im Fall der Passion bereits nach USA, Ungarn, Frankreich, England, Polen, Südamerika. Eine Version an Originalschauplätzen wäre schön, ist aber wegen innenpolitischer Meinungsverschiedenheiten derzeit nicht geplant. In Deutschland ist nach der furiosen Premiere 22, Passion in Essen, nun ein zweiter Ort mit einem eher nachdenklich stimmenden SS in der Mitte gefunden worden. Nach dem schändlichen Versagen grüner Kulturpolitik bei der Documenta verstört es viele Beobachter jetzt erst recht, dass vor Millionen Fernsehzuschauern in Kassel ein Jude ermordet wird. Nicht nur die CSU findet Kulturstaatsministerin Claudia Roth deshalb nicht mehr tragbar. Worauf Claudia Roth schlagfertig entgegnete, wenn ich nicht tragbar bin, was ist dann bitte meine Garderobe? Für RTL ist der zweite Durchgang die Nagelprobe. Werden weitere spezifisch deutsche TV-Events folgen? Etwa Tag der Befreiung mit Eni van de Maiklokjes als Rote Armee und Castrop Rauxel als Auschwitz. Erzählerstimme Balthasar Höcke. Frohe Ostern. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Er heißt Markus Söder und ist bei seinen Gesprächen in Peking allseits auf offene Ohren gestoßen. Die hat er sich sofort nach Landessitte frittieren lassen und als Brotzeit verschlungen. Söder folgt mit seiner Reise seinem Urahn Franz Josef Strauß, der bereits 1975 in China einen niedlichen Panda-Bären knuddelte und während der eng bemessenen 14 Tage seiner Reise vor Ort einfach keine Zeit fand, das Thema Menschenrechte anzusprechen. Söder hingegen thematisierte unter anderem das Menschenrecht, bayerisches Schweinefleisch wieder nach China exportieren zu dürfen, chinesische Touristen nach Neuschwanstein und bitte vertraulich zu behandeln, dass China 136 Mal größer ist als das auch schon sehr, sehr große Bayern. Mit Besuchen zuletzt in Schweden, Serbien und Israel warb Söder für bessere Wirtschaftsbeziehungen, bayerische Arbeitsplätze und gegen die Desinformation, Friedrich Merz werde womöglich Kanzlerkandidat der Union. Jungs und Mädchen und Mission Possible. Seit irgendwelchen alten Römern schon sind die Farben dazwischen Mauve, Nelke, Fuchsie Ausdruck sexueller Vielfalt. Einer Erzählung nach erkannten etwa schwule Männer einander in Zeiten der Unterdrückung an scharlachroten Krawatten. Egal, oder? Und wer da nicht ein bisschen schwul wird, dem ist echt nicht zu helfen. So erfanden die Nazi-Deutschen dann den rosa Winkel für bzw. gegen Verfolgte. Auch in modischen Kombinationen wie zum Beispiel schwul und rückfällig.
In den 60ern bemächtigte sich die Schwulenbewegung selbst des früheren Stigmas, gründete Rosa Telefone, eine Rosa Karnevalssitzung und Holger Mischwitzki. Erst in den 90ern setzte sich die amerikanische Regenbogenfahne in der Szene gegen das traditionelle Rosa durch. Vorbei. Ja, zum Kohlemachen reicht's noch. Eine Signature Line, das ist sowas wie der auditive Bürzeldrüsenduft. Dürfte haben, war genug Arbeit für mich. Und ginge in diesem Fall praktisch so. Ja, sagt er, das ist so ziemlich jeder zweite Rocksong der letzten 40 Jahre und signiert hier und Bürzeldrüsen duftet aber mal gar nichts. Richtig denn bei diesem Song, und das ist eines der ganz wenigen Beispiele, gelang es dem Schlagzeuger, der am 1. April 70 würde, mit den Drums die Signatur zu setzen, wo praktisch jeder, sei denn er ist jung und unreif, heute sagt nach 3-4 Schlägen, das ist doch Jürgen Friesenhahn. Danke, Jürgen. Also Jürgen hat getrommelt, was unser Mann, der am Montag, am 1. April 70 würde, damals legendär in die Welt gesetzt hat. Und jetzt könntet ihr noch eine sehr, sehr geile Geschichte hören von Jürgen. Ich will nicht zu viel verraten, denn ihr müsst erstmal abonnieren, Kohle schicken, die Glocke drücken und dann erzählt Jürgen vielleicht nicht, dass er diesen Trommler kannte, sondern seinen Vater. Hi Friedrich, ich wollte dir noch eine Geschichte zum 70. Geburtstag des Gesuchten erzählen. Und zwar war ich 1993 auf der Musikmesse in Frankfurt und habe dort seinen Vater getroffen. Der Vater selbst ist Orchestermusiker und war damals Professor am PIT in Los Angeles. Und ich habe ihm mein Beileid ausgesprochen, was ihn sehr berührt hat. Wir haben zusammen gespielt, haben uns gut verstanden. So 10 Minuten haben wir uns wirklich unterhalten. Er hat Sticks dabei gehabt, und zwar eine kleine Serie von Sticks, die er herausgebracht hat, die auch nicht zu kaufen waren irgendwo. Die hatten einen Diamond-Tip, also ein ganz spezieller Nylon-Tip, also nicht rund, sondern so ein Diamond-Tip. Und ich habe ihn auch freundlich gefragt, ob er die verkauft, sagt er, nee, das darf er leider nicht, weil er in dieser Becken-Booth war, in dem Vorführraum. Und ja, wir haben uns so eine Weile unterhalten. Dann haben wir uns verabschiedet, also meine Begleiterin und ich. Und plötzlich geht er zu meiner Begleiterin hin und macht folgendes: Oh, what a nice coat! Und steckt ihr dieses Paar Stöcke zu. Das heißt also mit diesem Diamond-Tip, den man da sieht. Und die habe ich seitdem, behüte ich sehr, benutze ich nur für Overdubs, wenn ich also Becken spiele oder so. Weil sie klingen sehr speziell. Und ja, das ist die Geschichte zu dem Papa des Gesuchten. Mach's gut, ciao!